Auf vielfachen Wunsch heute einen Tag mit Sascha Huber und seiner Freundin Paulina. Also das Ziel für den Tag ist klar. Ich werde so in ihr Haus reingehen und so werde ich wieder rauskommen. Hoch! Hoch jetzt, Ehrenpflaume! Ja, wir haben hier mal vor allem die Folterkammer. Die Natur ist so gemein. Ich hab den Schwimmbad kennengelernt. Na, peinlicher. Was ist denn da das Kind reingefallen, sag mal? Das ist kein... Kann man gar nicht beschreiben, was das mit einem macht. So, hier muss es sein. Oh, warten schon, glaube ich. Hier entsteht wahrscheinlich der neue Fitness- und Freizeitpark, nehme ich an. Okay. Grüß dich. Ja, ja. Freut mich sehr. Sascha. Hi. Hi, grüß dich. Paulina. Hi. Tag, Tag. Und direkt mal ins Dorf, zu uns ins Dorf gefunden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Schauen wir rein, oder? Ja, schon. Ist kalt hier. Es ist frisch. Schauen wir rein. Ja. Wir sind tatsächlich erst im Mai hergezogen. Okay. Ja, also reinspaziert. Mhm. Also wir wohnen im oberen Stock. Mhm. Da haben wir uns gemütlich gemacht, mehr oder weniger. Ich hoffe, dir gefällt's. Aber es ist auch die Folterkammer oben. Also nicht nur gemütlich. Und was für eine Sicht. Ja. Ja. Hey, gut, dass ich gestern noch die Fenster geputzt habe. Nee, aber sonst nämlich nie geputzt. Ist auch die Wahrheit. Ein bisschen Kartoffelsalat vorbereitet. Ja, ein bisschen eine österreichische Spezialität, haben wir uns gedacht, machen wir, wenn du kommst, dabei schaust, ist jetzt nicht der gesunde Ernährung vom Feinsten, muss man dazu sagen. Aber jetzt bin ich die Entschuldigung hier. Genau so ist es. Aber ein bisschen Schnitzel, das passt schon, oder? Super, ja. Freut mich. Oh, dann vergessen wir das Workout, dann haben wir doch einen richtig schönen Tag. Ach, das kommt noch, das kommt noch. Die Kalorien, die wir jetzt zu uns nehmen, verbrennen wir dann wieder. Verstehe. Ich glaube sogar noch ein paar mehr. Ah, oh, okay. Na gut. Ja, das ist nicht mein primäres Ziel. Ich muss ja eher Masse aufbauen. Ich muss ja gar nicht noch mehr Gewicht verlieren. Ja, ist eh gut. Dann geht das eine oder andere Schnitzel mehr. Genau. Geht schon. Wir haben passt gut. Also ich muss schon sagen, ich trainiere schon fast jeden Tag. Aber trotzdem wirkt es halt für die meisten so, als würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen, als nur trainieren. Und das ist dann auch nicht true. Also ich habe halt den kompletten Fokus einfach auf meinen Videos. Und wenn ich gar kein Video mache, dann versuche ich mich halt ein bisschen weiterzubilden, so gut ich halt kann. Ich mache auch Fehler. Versuche aber da halt immer, so gut wie es geht, am Ball zu sein, weil es kommen ja immer wieder neue Studien raus, es wird ja immer so, es passiert ja so viel. Und natürlich auch gleichzeitig die Ernährung und das Training halt, so gut ich schaffe, abzudecken. Und das ist halt eigentlich so mein Leben. Und das ist jetzt vielleicht... Okay. Ja, und natürlich Paulina. Also, hallo! Ja, hallo! Hey. Na, auf jeden Fall, Paulina. Ja. Und halt Familie und Freunde. Also wir machen halt... Sehr viel mit Familien und Freunden. Zurzeit halt nicht, ja. Aber davor halt schon und da war halt echt, das ist auch so. Wichtig. Also wir kaufen selten Fleisch generell, wir essen sehr wenig Fleisch, aber zum speziellen Anlass gibt es natürlich Fleisch und beziehungsweise hin und wieder so ein Schnitzel haben wir schon auch recht gerne. Ich sag mal so, hin und wieder ist es auf jeden Fall bei uns am Tisch und das fühlen wir auf jeden Fall, jetzt schaue ich gerade. Und vor allem der große Vorteil, wie du schon sagst, beim Fleisch ist natürlich in dem Fall, dass ich hier schön aus dem Trizeps arbeiten kann und dass gleichzeitig halt auch ein Trizeps-Workout mit am Start hat. So da hast du schon recht, so macht Fleisch schon Sinn, ja. So wie du die Schnitzel da klopfst, passiert in deinem Trizeps mal gar nichts. That's true. Ist ja auch so einer, wenn ihr im Urlaub seid, bevor er an den Strand geht, nochmal. Na, zum Glück nicht. Nein. Ja, ein bisschen das hole ich mir schon ab. Das ist die Grundsubstanz immer. Ist schon so gut, oder? Das muss er nicht. Das hast du nicht. Also heimlich, die Strandtasche backe ich schon nicht mehr. Trizeps. Na, Spaß. Jetzt kommt der Profi ran. Na. Da wird immer ein bisschen noch ausgebessert. Ich tue nur so. Was macht ihr jetzt zum Beispiel hier mit dem Rand? Den lassen wir. Also das meiste vom Fett wurde sowieso schon den von den der... wegschneiden? Nein, ich frage nicht. Nein, der bleibt. Das meiste wurde sowieso schon von der Bäuerin weggeschnitten. Aber das bisschen, was da noch dran ist, das macht gar also nichts. Also das heißt, wenn das jetzt von der Bäuerin kommt, können wir davon ausgehen, das Schwein hat gestern noch gelebt. Ja. Das definitiv, ja. Kann man so sagen. Und glücklich. Ja, gut. Wir haben nochmal nachgefragt. Ja? Sogar. Da waren sogar Fotos dabei. Wir haben uns Fotos von dem Schwein gezeigt. Na, das ist schon wichtig. Ja, mit richtig viel Butterschmalz am Start. Na, also klar. Alles genau wie sich's gehört. Sonnenblumenöl. Also so ungesund wie es nur geht. Das ist heute die Devise. Ja. Und jetzt aufpassen, dass es nicht spritzt. So.
Läuft doch. Also das ist natürlich klassisch bei uns, wenn jemand zu Besuch kommt, dann muss er sich das Essen natürlich immer selbst zubereiten. Ja? So läuft das hier. So ist das hier. Nichts mit der österreichischen Gastfreundschaft. Oh. Die war mal. Es ist ein sehr, sehr guter Content, was du rausballerst, muss man echt sagen. Ich hoffe, dass das Video heute da immerhin ein bisschen mithalten kann. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ist ja auch ein großes Kompliment von euch, also vielen Dank. Naja, und Kompliment ja auch insofern, dass du ihr ja noch nie was mit jemand anderem gemacht hast. Das hat mich überrascht, dass du mir das gesagt hast. Ja, tatsächlich. Also es ist halt, wie soll ich das erklären? Es ist halt so, wir sind halt eigentlich hinter der Kamera relativ introvertiert. Und von dem her bin ich es halt so gewohnt, dass ich es halt so mache. Ich habe ja auch immer schon alles selber gemacht, so auch den Schnitt und Kamera und halt mit Paulina in Unterstützung. Und wir beide unterstützen uns halt einfach. Und jetzt hat sich das eigentlich irgendwie so in dem Rahmen. Ja, ist es für mich auch richtig neu so, vor der Kamera zu stehen, wenn halt jemand da ist, beziehungsweise so, man das ja, halt gemeinsam macht. Also ist auch cool. Also ich hatte einmal bis jetzt, das war nämlich ganz spontan, Gurkensohn damals, hat mal spontan bei uns vorbeigeschaut. Wir haben auch einen Workout gemacht und der hat tatsächlich den Gymboden vollgekotzt. Okay. Ja. Also Voranstrengung. Voranstrengung, ja. Also wirklich, ja. Der hat alles gegeben. So, jetzt ist der Schnitzel fertig. Schnitzeltime. Genau, und schau mal, was es geworden ist. Bitte, nimm Platz, ganz egal wo. Ja, nehmt's euch, ja, nein, das musst du schon nicht machen. Ja. Weil alles kann ich dich auch nicht machen lassen, Kai. Ja, ich helfe immer mit, wenn ich irgendwo bin. Ja, Ehrenpflaume. Mahlzeit. Und testen wir mal den Spaß. Kann es schmecken? Und ich hoffe, es schmeckt euch oder uns. Und? Schmeckt fantastisch. Jetzt haben wir lecker gegessen. Jetzt machen wir, glaube ich, gleich einen Mittagsschlaf. Dann gibt es Kaffee und Kuchen und dann noch eine Brotzeit heute Abend. Ja, und oder? Das war's. Und von Workout und so weiter sagst du nichts, oder? Ein klassischer Tag von Sascha Huber. Wie ist das bei euch sonst so in der Küche aufgeteilt? Wer kocht? Ach so, warte. Frag erst, wenn ich da bin. Nein, wir machen das schon immer gemeinsam. Wer kocht, wäscht nicht ab, oder? Also wir haben nur eine fixe Aufteilung im Haushalt. Das ist die Wäsche und der Müll. Ich bin die Waschfrau, Sascha ist der Müllmann. Okay, genau. Das ist da habe ich auch einen Checkbook gemacht, weil Wäsche ist mehr Ort als Müll. Hat er sich schon mal so unfähig bei der Wäsche herausgestellt, dass er jetzt nur noch den Müll machen muss? Eigentlich stand es nie zur Debatte. Das stand ganz lange nie zur Debatte. Ich bin einfach beim Müllmachen so gut, dass da die Kompetenz einfach auf mich zurückfällt. Genau. Aber das ist ja so, ne? Also muss man ja sagen, der schlaue Mann zeigt sich ja bei bestimmten Dingen im Haushalt einfach unfähig, weil dann wird er für diese Arbeit nicht mehr herangezogen. Du kennst dich aus. Ah, schon wieder Teller runtergefallen. Oh, du Mai, weißt Bescheid. Setz dich irgendwo hin. Wir müssen halt noch mal eine kleine Rumtour machen. Ich habe ja noch gar nicht so viel. Ach so, sicher. Ja, natürlich. Also ist jetzt vielleicht dann nicht alles so spektakulär. Wir haben hier mal vor allem die Folterkammer. Warum klopfst du da jetzt an? Die kleine Folterkammer. Das weiß ich eigentlich selber nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist das halt ja der Bereich, wo ich halt meine Workouts durchballer. Okay. Gleichzeitig streame, Videos produziere und wenn ich nicht so motiviert bin, auf meine Playbutton schau. Ja, genau, das ist die Folterkammer. Ich glaube, die werden wir später noch genauer inspizieren. Zumindest ist da schon was geplant. Ja, das ist halt alles nicht so spektakulär. Das ist halt noch relativ altes Bad, das bekommen wir noch, das machen wir neu im Winter. Also stell dich mal unter die Dusche, das würde ich jetzt gern sehen, weil die ist so nieder. Das ist sehr lustig. So, Kai Pflaume geht duschen, so würde das Ganze dann eben aussehen. Ja. Muss ich mir so einen Stuhl reinstellen? So. Squats. Squats, da ist einfach ein Gang. Ja, da ist Paulinas Büro. Ja, Schatz, was kannst du sagen dazu? Ja. Die Fotoecke. Ja, eher so zum Abfilmen. Ist immer so meine, da kommt immer nur Pflanze dazu und dann geht's schon los. Ja, ein YouTuber-Haushalt hier. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Wie lange seid ihr eigentlich schon zusammen? Paar. Nicht ganz 4 Jahre. Genau. Ja. Habt ihr da beide schon YouTube gemacht? Dass ihr euch den Nee, gar nicht. Also ich sowieso nicht.
Ah, das war eine krasse Story. Ich habe ja tatsächlich mit YouTube nur so hin und wieder so Videos hochgeladen. Gell? Und dann, als ich mit Paulina zusammengekommen bin, hatte ich, glaube ich, 5000 oder 7000 Abonnenten erst. Mhm. Und das letzte Video, das weiß ich noch, war 2 Monate aus. Ja, da war noch nicht so Kontinuität am Start. Ja? Und dann habe ich Paulina kennengelernt, habe zu ihr gesagt, ey, eigentlich ist das so ein Traum von mir. Mhm. Und sie hat mich auch richtig gepusht, du weißt ja, wie es ist. Mhm. Also so eine Frau im Hintergrund, die halt sagt so... So, jetzt gib mal Gas, du meinst, du willst das mal machen, dann mach's auch und red nicht nur. Und recht hat sie behalten und dann habe ich halt hochgeladen und seit dem Moment, wo man halt kontinuierlich hochgeladen hat, ist es halt auch ging's immer... Ging's steil bergauf. Ging's halt, ja, hoch. Und das sah er schon so aus wie jetzt? Ja. Oder? Schon. Ja. Ja. Ja, ich trainiere jetzt schon seit 14 Jahren. Mhm. Aber natürlich, anfangs habe ich auch nicht so ausgesehen, ich war ja extrem dünn. Ja, aber kann ja immer mal sein, dass man so und mal so ist. Also. Na, ja. Klar. Ja. Klar. Je nachdem, ob man Massephase macht oder nicht. Mhm. Aber sonst... Hast du ihn im Schwimmbad kennengelernt? Na, peinlicher. Peinlicher als im Schwimmbad. Das ist besser schon mal in jeder Generation. Ja, ist ja schön hier, haben wir da eine schöne Aussicht. Ja, wir gehen weiter. Na komm dann, du kannst ja schon mal weitergehen, dann höre ich mir die Geschichte vom Peinlicher. Ja, ich hab jetzt ab. Ist so peinlich. Ja, so peinlich nicht. Auf Tinder. Och, das ist doch heutzutage. Nee, heutzutage. Ja, weißt du, was richtig gezogen hat? Weißt du, was richtig gezogen hat? Ja, das kann ich jetzt wirklich mal sagen. Das war einfach das Foto. Na. Der Körper oben ohne reingeflext, habe ich tatsächlich als Titelbild gehabt. Wie peinlich. Und du hast nach rechts gewischt. Richtig peinlich. Okay, jetzt meine Version. Er hatte mehrere Bilder und das oben ohne, wegen dem hätte ich fast weggewischt, weil ich mir gedacht habe, ach, so ein Angeber. Ja, ja, okay, gib's ihm eine Chance, sowas. Gib's ihm eine Chance, ja. Aber kein Supermatch. Na, kein Supermatch, genau. Übrigens. Kein Supermatch. Ja, das ist natürlich richtig. Also ob das auf lange Zeit was werden kann, das... Ist die Frage. Wir haben es dann gemeinsam deaktiviert. Sehr gut. Das war ein ganz romantisch. Das war die Aussage, die ich hören wollte. Das war das Romantischste, was wir jemals erlebt haben. Ja, ich habe gesagt, jetzt ist so ernst. Ja, jetzt ist so ernst, komm. Wir löschen das. Ja, das ist ein bisschen so. Ja. So, gemeinsam sind wir da gesessen bei Kerzenschein, beim Abendessen. Na, Schatz, heute ist es soweit. Ja. Ist vorbei mit Tinder. Jetzt ist vorbei mit Tinder. Eine neue Ära wird eingeleitet. Oh, yeah. Nur mehr du. Nur mehr du. Ja. Und wie war es dann, wie war das erste Treffen dann? Also das muss man ja, ich muss ja auch sagen, also so ein Typ, der so, ich meine, wenn du so aussiehst wie Sascha und dann so ein Open-Ohne-Foto da einstellst, das, da hat man ja gewisse Vorstellungen. Boah, also wir haben davor richtig, richtig viel telefoniert vom ersten Treffen, deshalb war es irgendwie schon so, als würden wir uns schon kennen. Mhm. Da also war dann das Optische irgendwie so, ja, also keine Ahnung. Irgendwie, es spielt immer eine Rolle. Es spielt eine Rolle, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Du kamst um die Ecke, ich weiß nicht genau, du hattest so ein kurzes blaues Shirt. Das habe ich noch da. Das darfst du nicht wegschmeißen. Ja, das darf ich nicht wegschmeißen. Und nur mal kleiner als... Es war tatsächlich so, dass man echt richtig kitschig eigentlich da 1-2 Wochen lang fast täglich die ganze Nacht durchtelefoniert haben. Ja. Ohne Scheiß. Also so richtig. Du hast den Tag in die Arbeit. Du hast 1-2 Stunden geschlafen und bist dann in die Arbeit. Ja. Ja, und ich habe halt ausgepennt. Aber auf jeden Fall, ja. So was. So was. Und wo habt ihr euch denn das erste Mal getroffen? In seiner Heimatstadt sind wir auf einen Café gegangen. Ja, auf Café. Das heißt, er hat dich auch noch kommen lassen. Ja, stimmt eigentlich. Ja. So sieht's aus. Ja. Ey, keine bringt mich hier in eine schwierige Situation. Ich hatte kein Auto, hab kein Auto, ja, und deswegen musste immer bist du. Nicht. Genau, wir haben mit also, keinen Führerschein. Ja, schon. Ja, okay. Mein Führerschein ist da. Aber zurzeit. Es reicht wirklich. Ja. Es reicht einfach zu zweit. Mein kleiner. Nachdem wir halt beide von zu Hause arbeiten und da haben wir uns das halt irgendwie so aufgeteilt, dass halt das gut passt. Also schon echt richtig so ein Bilderbuch. Beziehung, auch wenn es nicht immer eine Bilderbuchbeziehung jetzt im Alltag ist, aber na. Also es ist ganz normal, es ganz gehört genauso dazu. Wir fetzen uns genauso mal. Na gut, gerade wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Eben, wir sind ja eigentlich 24/7 zusammen. Das Ding ist halt, deswegen hat einer das Büro hier und der andere das Büro auf der anderen Seite. Und in der Mitte, sodass sich die zwei Fronten so weit wie möglich auseinander entfernt sind in der Mitte. Du hast damals aber noch gearbeitet. Genau, und dann vor... Wie lange ist jetzt her? Eineinhalb Jahren habe ich dann aufgehört. Und beziehungsweise ich habe mit YouTube begonnen, mal geschaut, wie es so anläuft. Und dann habe ich gemerkt, okay, geht gut, jetzt kann ich es lassen. So. Ja, ist schon krass, ja, dass das auch geklappt hat. Ja. Was hast du früher gemacht? Im Kindergarten. Oh, cool. Genau.
Genau, im Kindergarten. Und muss schon sagen, also. Das ist ja, ne, das ist ja dann im Grunde der Klassiker, ne? Tagsüber Kinder, abends Tinder. Ja, bei vielen genau. anderen heißt es erst Tinder, dann Kinder. Ja, die Aussage allein. Ja, ja. Ja, die war nice, die war nice. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Generell, glaube ich, können wir alle drei das so unterschreiben, auch mit YouTube und so, wenn man was macht, wo man einfach Spaß daran hat. Und das soll vielleicht jetzt für einen oder anderen Zuschauer vielleicht ein kleiner Tipp, wenn man Spaß daran hat, einfach machen. Durchziehen, ja. Und schauen, ob es klappt. Ausprobieren, genau. Genau. Und ich glaube, das ist das A und O. Und jetzt nicht so ein Riesenkonzept und erstellen, sondern einfach mal machen und schauen, ob es überhaupt für einen was ist, ob man Spaß daran hat, weil das wird einfach vermittelt. Man merkt es einfach, ob jemand dabei Bock hat, was er macht oder nicht. Ja. Ja, das ist. Und schlussendlich ist es dann so, ich bin halt auch ein wahnsinnig neugieriger Mensch und ich treffe gerne Leute und höre gerne die Geschichten von anderen Menschen und möchte natürlich auch wissen, warum bist du heute da, wo du bist? Und deswegen finde ich das auch spannend. Wie hat man sich kennengelernt und so weiter? Das ist ja alles zu einer Geschichte dazugehört. Und das ist das, was mich reizt. Und deswegen reizt mich jetzt eben auch das Medium YouTube so. Und die Frage ist immer, es haben ja viele dann auch gesagt, ja, jetzt trifft er sich mit den ganzen großen YouTubern und so. Ja, weil das natürlich auch interessanter ist, als jetzt sich mit jemandem zu treffen, der gerade 1000 Abonnenten hat. Ja. Kann auch sein, dass das cool ist, aber ich möchte ja eigentlich eine Geschichte hören. Also das interessiert ja viele Menschen. Ja, ne? Ja, genau, so ist es. Ja. Also warum sollte ich jetzt YouTube machen mit dem Ziel, dass ich am Ende sage, ja, da sind jetzt irgendwie 10.000 Leute, die das Video gucken. Mhm. Also wie in allem, was man im Leben tut. Ich mache ja auch Fernsehsendung der Hoffnung, dass die möglichst viele Leute gucken. Ja, klar. Und mache nicht eine Sendung und sage, ach, reicht, wenn 100.000 zugucken. Ja, ja, das wäre der falsche Ansatz. Genau, man will ja, wenn man was macht, auch richtig machen und einfach anpacken und Impact haben, was verändern. Und das ist halt, ja, hat man aber auch auf jeden Fall. Auch in Fitness-YouTube, also was wir machen, das ist einfach, es ist so crazy. Also das kann man nicht in Worte fassen, weil wir sind ja hier eigentlich immer im Dorf. Und wenn man halt mal rauskommt, was halt relativ selten ist, dann merkt man halt wieder, welche Reichweite man hat. Dann merkt man erst wieder die Zahlen so. Und dann kommen Menschen, das gibt's nicht, gell? Die kommen her und weinen. Und die sagen dann so, ja, nicht nur, weil sie dich so sehen, dass sie jetzt Selfie machen können und so, aber vor allem, dass sie halt dann sagen, ja, durch Fitness hat sich halt mein Leben auch verändert, weil sie fangen mit Sport an. Genau, das ist einen krassen Einfluss auf mein Leben. Genau, weil es ist erst der Sport, da musst du diszipliniert sein. Wenn du es nicht bist, dann schaffst du nichts. Und dann passt dir auch die Ernährung an. Wenn du die Ernährung anpasst, bist du natürlich auch motivierter, hast ein besseres Wohlbefinden und so weiter. Am Ende des Tages läuft es dann darin aus, dass sie dann 10 Minuten reden und sagen, ja, hey, ich hatte ja nicht nur meine Ernährung, mein Sport und mein Körper verändert, sondern halt auch dann meine mentale Einstellung und damit auch das ganze Leben, also sprich Schule, Freunde, Freundin und so weiter. Und das ist halt, es ist einfach so schön, wenn man halt dann sieht, dass man auch einen Impact hat. Ja? Und das gibt einfach wieder ein bisschen so den Push, dass man einfach weitermacht und vielleicht auch in den Videos öfter mal einfach richtig Motivation rüberbringt. Ja, auf die Leute zugehen und. Mhm. Ja. Ja? Ja, genau. Ja, das war das Büro. Ja. Also das Schlafzimmer haben wir auch noch. Naja, da müssen wir. Dass ihr jetzt ein Schlafzimmer habt, das glaube ich euch mal. Also wir haben tatsächlich ein Bett. Ein Doppelbett. Das halten wir fest. Ich schlafe nicht in getrennten Betten. Hätte ja auch sein können, dass Paulina jetzt sagt, der Sascha, der schnarcht. Ja, das ist nicht auszuhalten. Ich schlafe in der Garage. Das ist gut möglich, ja. Essen. Aber bevor jetzt Kaffee und Kuchen kommen, können wir doch einmal. Ich möchte mir jetzt mal Sportsachen anziehen. Bist du sicher, dass du dir das willst? Du musst noch verdauen, oder was? Du musst noch in deinen Massages, was ist das eigentlich für ein Raumfahrtsessel? Ja, das ist die Kapsel von Felix Baumgartner. Ja, ja, das ist ein echt krasses Massageding. Also musst du auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, es ist besser, wenn du nach dem Workout dich mal reinklatscht, um die ganze Regeneration noch ein bisschen zu fördern. Das sieht auf jeden Fall Hightech aus. Ja, ist crazy. Ist crazy. Oder? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So sieht's aus. Ja, gut, dann glaube ich, hauen wir uns in die Klamotten. Dann switchen wir jetzt das Ganze. Also von gemütlich zu neuer Abschnitt des Videos zu kompletter Eskalation. Ja, ja. Bin ja nicht ohne Grund hier. Du bist ja nicht ohne Grund hier. Ich habe ein paar Ziele. Ja. Den Grund wirst du die nächsten 6 Tage fühlen. Mal gucken. Ich habe auch noch viele Fragen. So, los, dann jetzt. Dann rein in die Sportklamotten. Los. Können wir jetzt endlich loslegen? Jetzt können wir endlich loslegen. Also ich gönne mir jetzt noch eine Banane. Und dann
Start mal. Ich habe das Gefühl, er nutzt jede Entschuldigung, um nicht mit dem Workout anfangen zu müssen. Aber auf jeden Fall, ballern wir uns jetzt einen Booster rein und dann starten wir auch schon los. Schon langsam kickt es richtig. Ja, und dann starten wir auch schon richtig los. Das Ding ist ja, wie du schon sagst, Kai, normalerweise bin ich nur am Schnitzel essen und am Pennen. Genau. Training, wer braucht denn sowas? Das Was haust du da jetzt rein? Ah, das ist gerade ein Booster, aber ich mache uns nur einen Scoop rein, damit es nicht zu krass ist. Einfach für die Motivation jetzt nach dem Schnitzel, damit es richtig kickt. Und dann wirst du schon sehen, was dann los ist hier. Einfach probieren. Das macht mir echt Sorgen. Sonst da steht weder eine Gebrauchsanleitung noch Inhaltsstoffe steht da irgendwo drauf. Ja, das wird ein Erlebnis. Mal rein. Gut. Muss man das ächzen? Kann man. Wir können es gerne ächzen. Ich frage, muss ja nicht. Jetzt ist er auf Challenge, ne? Ah ja, jetzt geht's los. Nicht aufgepumpt. Und den muss man dann so durch den Raum ziehen oder was muss man damit machen? Ja, einen Nagel reinhauen. Also was halt so an Bauarbeiten anfallen. Was halt so ansteht. Das ist jetzt hier das berühmte Sascha Huber Gym. Ne? Das ist es hier, wo alle Workout-Videos und so gedreht werden. Und du drehst ja jetzt auch ein Video für dich, für deinen Kanal. Genau. Ja? Paulina filmt. Ja. So sieht das dann immer aus? Genau, so sieht das immer aus. Also die völlige Eskalation passiert immer da und Paulina filmt einfach. Ich stehe im Hintergrund da und der Booster kickt, die Banane kickt und wir starten. Okay, also so das heißt, es werden am Ende zwei Videos. Ihr seht dann einmal das Workout-Video, ne, bei Sascha auf dem Kanal. Mit, wo sich kein Pflaume übergibt und so weiter. Ja. Und dann seht ihr einen Tag mit, seht ihr bei mir auf dem Kanal. Also dann kriegt ihr sozusagen noch das Making-of, das Ganze drumherum. So machen wir's. So, welche Hits hören wir denn heute bei den Workouts? Ja, ein Hit-Workout. Ja, ja, also ein Ganzkörper-Workout haben wir am Start. Das heißt, du wirst morgen das Ganze schön spüren. Aber gut, dann mache ich mal auch die Begrüßung hier für das Video. Ganz klassisch nehme ich mit. Jo, meine Lieben, euch? Ich habe gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Freut mich schon mal kurz. Sollte man Kai schon gleich sehen? Oder soll es einfach rein sein? Ja, das ist egal. Ach so, ja, dann lass du, dann kann man einfach rein. Das ist ganz egal. Das ist ein bisschen spannender. Ja. Ja, stimmt. Ja. Und zwar heute habe ich Besuch. Aber was nochmal? Weißt du nochmal? Achso. Ich war vorne dran. Ich war mit. Okay. Jo, wie geht's euch? Ich bin gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar heute habe ich Besuch bekommen, nämlich hat sich Kai Pflaume alias Ehrenpflaume zu mir ins Dorf gewagt und stellt sich heute einem, ich sag mal so, nicht so leichten Workout. Aber du musst mir eins mal erklären, weil das frage ich mich die ganze Zeit schon. Was sagst du da eigentlich am Anfang, wenn du... Ich hab noch nie verstanden, was du da wirklich sagst. Jo, Freunde! Jo, Freunde, soweit wie geht's euch? Ach, ich hoffe gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Jetzt hat sich aber das so auch mal geklärt. Ja, das haben wir, jetzt weiß ich ja Bescheid. Also hat sich tatsächlich so mal eingebürgert. Einfach, ich versuche halt immer bei Workouts vor allem und bei den Videos ist ja das große Problem bei Fitness, dass viele nicht so motiviert sind. Jetzt versuche ich natürlich umso mehr in den Videos einfach richtig Motivation reinzuklatschen, damit sie, wenn sie auf Play drücken, dass die Motivation ins Gesicht klatscht, damit es daran schon mal nicht scheitert. Das ist halt so. Die Leute auf jeden Fall wach. Ja, genau. Das ist so das Ziel dahinter auch natürlich, wenn ich auch nicht jedes Mal so komplett motiviert bin. Das Coole ist, ich kann nur dann Videos abdrehen, wenn ich halt Bock habe. Ich habe ja noch niemanden, wo wir einen Zeitplan haben. Und deswegen, wenn ich Bock habe, dann geht es halt dafür richtig los. Verstehe. Das ist so das Prinzip dahinter. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber... Die Natur ist so gemein. Schau, die Natur, das ist nicht die Genetik, mein Freund, das ist Hard Work und Dedication. Nein, ich bin schon so geboren. Einfach um die Handgelenke zu schonen, jetzt noch schnell die Handgelenksbandagen aufklatschen und dann können wir auch schon losstarten. Dann starten wir mal. Ich friere nämlich schon ein bisschen. Oh, das ist eine Ansage, gut. Guck mal, so ein bisschen Musik hätten wir es fast Zumba. Ach, geil. Vergleichen habe ich den Workout mit Zumba. Wenn du wüsstest, was da noch auf dich zukommt. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt auch Aerobic-Kurse machst. Der war gut, geil. Bester Mann. Okay. So. Sag ich mal. So, was hast du denn früher noch so für Sportarten gemacht? So, mach mal so. Ich wollte jetzt sagen, was Richtiges, aber das wäre wirklich fies gewesen. Nein, Fußball, Tennis,
Ja, also genau, ich habe 6 Jahre Fußball gespielt und da war ich ja unter anderem Tormann, Stürmer und so weiter, haben echt viel gemacht und ich habe über 100 nationale und internationale Läufe hinter mir, also Langstreckenläufe. Wirklich? Ja, also ich bin Salzburger Landesmeister mal geworden. Was für Distanzen? Also Cross Country war das auf 3 bis 5 Kilometer. Okay. Ja, irgendwann halt dann Kraftsport entdeckt in 14 Jahren und das mache ich jetzt seit 14 Jahren. Ja. Mann, und deswegen, dann bist du ja jetzt schon 27. Kann ich schon aussagen, wir brauchen da viel zu viel Sauerstoff hier. Also gut, wir starten los in 3, 2, 1, los. Rechts hoch, links hoch und rechts hoch. Ellbogen mehr zum Körper bringen, Ellbogen mehr zum Körper bringen. Bisschen rein, noch mehr. Ja, genau so, Kai. Runter, runter, kurz halten und hoch. Geben, hoch. Hoch jetzt, Ehrenflaume! Yes, sehr gut. Und auf. Und locker laufen. Ich könnte immer so ein bisschen drumherum miterleben, wie Sascha so ein Workout dreht. Genau, so sieht das ein bisschen im Hintergrund aus, wie Paulina hier. Und sie ist meistens ganz still, fokussiert, dass alles drauf ist. Und meistens gehen wir uns auch gut gepacken. Manchmal drehen wir aber einen Workout auch 5-mal ab. Bis ja, die Pausenlänger machst du wahrscheinlich nochmal. Ja. Komm, ein Cut in die Pause rein. Nicht jammern hier! Gib ihn! Er ist super, Schatz! Er ist so ein Tier. Er ist so ein Tier. Die Zuschauer, ist klar, wünschen sich immer nur Challenges. So oh, weiter. Klar. Ey. Weiter. Ey. Weiter. Weiter. Ja, Mann. Haben uns verdient. Direkt nochmal 25 Gramm Protein reinballern. Dann habe ich auch bald 42 Bizeps. So ist es. Wie viel von diesem Zeug trinkst du in der Woche? Ja, also ich versuche natürlich in erster Linie alles mit der normalen Ernährung abzudecken und dann anschließend halt mit Subs zu ergänzen. So einen gönne ich mir einmal am Tag. Einfach so als Belohnung ein bisschen nach dem Training. Fühle ich einfach. Kann, muss man aber nicht direkt nach dem Training trinken. Ja. War schon weg. Ja. Hat also gemundet, ja. War lecker. Aber jetzt müssen wir noch den Pump auschecken. Mal schauen, wie jetzt deine Form ist. Die große, der große Postdown. Wir beide, was meinst du? Mit 53 Jahren, nicht vergessen, Kai, 53 Jahre, ja, will ich auf jeden Fall dazu erwähnt haben. Schauen wir uns jetzt mal deine Form an. Bist du bereit? Ja. Ja, was? Da weg mit dem Shirt. Da hast du nichts zu verstecken, oder? Ja, super, da kann ich gleich wieder gehen. Danke, ciao. Oh, ja, shit. Also wenn ich mit 53 Jahren so aussehe, dann hat man wirklich alles richtig gemacht. Ohne Scheiß, Paulina, schau mal weg hier. Wenn ich 53 bin, wird sie sagen, hey, Kai Pflaume damals, weißt du noch? Ja, das kann sein. Ja, krass. Machen wir Double Bicep Pose? Ja. Naja, sagen wir mal so, ich habe vielleicht nicht so viel Veranlagung zum Fettansatz. Ja, dann ist aber vielleicht auch im Gegenzug, das fehlt mir vielleicht dann auch beim Muskelaufbau. Ah, das ist so eine super Genetik, ich sag's dir. Da könnte man so viel machen, Kai. Ey, ohne Scheiß, wenn du mal sagst, du willst ein bisschen Muskelmasse aufbauen, gib einfach Bescheid, wir können da in kürzester Zeit, ich gebe 1, 2, 3 Monate und du wirst komplett anders ausschauen. Ohne Spaß. Deswegen sage ich nur mal einen Tag tracken, also nur mal einen Tag, muss man nicht jeden Tag seine Kalorien zählen, aber einmal um ein Gefühl zu bekommen und dann war es bis jetzt ausnahmslos so bei jedem, dass sie gesagt haben, scheiße, ich müsste eigentlich noch mehr essen, sagten die Dünnen und die Übergewichtigen sagen halt, scheiße, ich esse wirklich zu viel, weil jeder halt eine andere Gewohnheit hat, weil was ist normal? Für jeden ist was anderes normal, wenn man es halt zu Hause lernt und außer man hat eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Ich meine jetzt, haben halt auch sehr das Essen meine ich ja vor allen Dingen jetzt auch, ich esse jetzt nicht übertrieben gesund. Na, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, jetzt nur hier Gemüse Schnitzel. Und Hühnchen und Fisch und so. Ne? Ja. Also wenn ich Bock habe auf einen Döner, dann hole ich mir einen Döner. Wenn ich Bock habe auf eine Pizza, wenn ich Bock habe auf einen Burger, ist ein Burger. Ja, ich genauso. Ja, und, ich genauso. So, das ist nicht so, dass ich da sage, so darauf verzichte ich jetzt. Ja. So.
Ja, Kai Pflaume, du meintest ja, dass du bis jetzt... Sascha, mein Ziel, mein kurzfristiges Ziel für 2021, ich möchte 10 Klimmzüge schaffen. Ja, wie viel schaffst du jetzt? Naja, jetzt, nachdem wir ja schon ein bisschen was gemacht haben, schaffe ich wahrscheinlich keinen. Ja. Ansonsten denke ich, vielleicht 3, würde ich sagen. Ja, da müssen wir die Stange reingeben, damit du auch mit dem Kinn schön rüberkommst. Naja, höher wäre ich jetzt sowieso nicht gekommen, aber okay. Ich sag mal, das Ding ist einfach, also mir hat zum Beispiel letztlich jemand gesagt, Klimmzüge muss man aus der Schulter ziehen, nicht schau, aus den Armen. Schau, also es gibt mehrere Tipps bei den Klimmzügen. Mhm. Wenn du jetzt so schnell wie möglich mehr Klimmzüge schaffen möchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du vorher den Latissimus aktivierst. Mhm. Also um das jetzt schnell mal vorzuzeigen, das sieht man nämlich immer sehr schön. Perfekter Grund jetzt, um das Shirt auszuziehen. Ja, ja, ja. Aber lass mich da kurz mal raufspringen. Und zwar, wenn man eben nicht aus den Armen arbeitet. Viele machen den Fehler und arbeiten aus dem Brachioradialis, das ist dieser Muskel hier. Der geht eben von Oberarm hier über den Ellbogen und Unterarm rein. Und wenn du mit dem arbeitest, ist es schwer. Mhm. Ja? Weil in den Armen ist man natürlich nie so stark wie in der Rückenmuskulatur. Und das ist das Problem. Der ist bei den meisten zu schwach, der Brachioradialis und nicht die Rückenmuskulatur. Deswegen aktivieren, also wir die Hände gestreckt und aktivieren vorerst immer den Latissimus. Und das machen wir, indem wir die Hände gestreckt lassen und einfach nur hier hochgehen. Siehst du, diese Bewegung. Ja. Da aktivieren wir den Latissimus. Da arbeiten wir noch gar nichts aus den Armen, haben aber schon sehr viel an Bewegung geschafft und haben dann auch schon Schwung, den wir dann sehr gut mitnehmen können. Und okay. Das ist halt der große Vorteil. Deswegen sollte man immer sehr schön als erster den Latissimus aktivieren. Das heißt, Hände gerade. Arme gestreckt lassen, wichtig für einen sauberen Klimmzug und dann nur mal hier aus dem Latissimus aktivieren. Genau, genau das ist die Übung, wo man schon mal technisch sauber arbeitet, dass man so anfängt. Ja. Okay. Das ist mal der erste Punkt und den Brachioradial ist nur vielleicht so ein kleiner Tipp für dich, damit du dann im Laufe der Zeit... Der? Ja, genau. Der wird auch für das ein oder andere... Der bei mir nicht. Guck mal, deswegen geht das auch bei mir nicht, weil den habe ich nicht. Der ist bei mir nicht ausgeliefert worden. Ist ein gutes Zeichen. Den habe ich nicht mitbestellt. Ist ein gutes Zeichen, das sage ich dir, Kai. Das zeigt, jetzt kann man aber richtig gut trainieren mit Reverse Curls. Wir drehen hier die Hantel und gehen so nach oben und unten. Da haben wir vor allem dann den Brachioradialis drin. Und was man zu Hause machen kann, ist entweder nach unten lassen oder man nimmt sich einfach einen Stuhl mit einem Bein zum Beispiel und hilft halt ein bisschen mit, ja, mit dem Bein. Und so kann man auch zum Beispiel 3 Sätze machen zu 10 bis 15 Wiederholungen, schön ans Muskelversagen gehen, jeden zweiten Tag zum Beispiel. Und dann kann man auch so schnell wie möglich eben den Klimmzug schaffen und du wirst sehen, das geht dann relativ schnell. Okay. Genau. Sieht doch sehr gut aus. Man sieht richtig, wie der hier unter Anspannung ist. Schau, komplett hart, hier wird perfekt bearbeitet. Wenn man da schaut, tipptopp. Mhm. Na denn. Gibt's keine Ausreden mehr. Gibt's keine Ausreden mehr. Dann muss ich da wohl noch mal ein bisschen ran. Aber das ist mein Ziel für 2021. Ich möchte 10 Klimmzüge schaffen am Stück. Und zwar in den ersten 3 Monaten bis Ende März. Bis Ende März. Bis Ende März. Wir haben es jetzt hier im Video. Wir haben es im Video. Ich merk's mir. Schauen wir mal, ob du alles machst. Es kommt. Beweis kommt. Folgt gerne Kai auf Insta und dann schauen wir uns das an. Zeig ich euch. Ansonsten erinnert mich im März nochmal, ob er es geschafft hat oder nicht, ansonsten rufe ich ihn an. Das werdet ihr sehen. So. Ja, war krass. Jetzt haben wir draußen schon finster. Wie lange haben wir jetzt trainiert? Ey, wie spät ist es? 17:08 Uhr. Das ist perfektes Timing, weil jetzt würde ich sagen, ziehen wir uns um und dann Spendenstream ist dann auch schon 20 Uhr, vorher noch Abendessen. Ja. Schon wieder Zeit zu essen. Schon wieder Zeit. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hab nur gegessen. Und Massagesessel. Und Massagesessel. Achso, den Massagesessel. Ja, jetzt können wir auch noch ein bisschen Entspannung hier. Sind da so Fische unten drin, die dir dann an den Zehen rutschen? Leider nicht. Und es kommt auch keine Thai-Massage gibt's auch. Kai-Massage. Kai-Massage. Kai-Massage mit Happy End. Schau mal, ob wir das finden. Hallo. Er analysiert jetzt mal, wie groß du bist und schaut halt genau, keine Ahnung, wo bei dir alles ist, damit er dann halt perfekt arbeiten kann. Wer ist er? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Der versteht er sich analysiert jetzt erstmal, wie groß ich bin. Wo sitzt er? Jetzt wird's gemütlich. Jetzt könnt ihr sehen. Jetzt könnt ihr sehen. Hey Leute, ruft jetzt an. Nur noch 5 im Lager. Apollo 20 ist wieder gelandet. Ich muss mal kurz meinen Helm abnehmen. Zurück auf die Erde. Ich fühle mich wie neugeboren. Schön. Sehr gut. So, ich bin bereit für die Jause.
Ja? Sehr gut. Das dauert noch ein bisschen. Ja, und ich muss sagen, das ist so ein All-Inclusive-Dreh heute hier. Ja. Da ist alles dabei. Jetzt ist ein gemütlicher Abend. Genau. Ihr dürft es den Gästen nicht zu angenehm machen, weil dann kommen die öfter. Das stimmt eigentlich. Den Speck, falls dich interessiert, auch vom Bauernhof nebenan geholt. Also ist alles hier. Spiegelei, rühr, ich glaube, du meinst Spiegelei, oder? Spiegelei für dich. So. Da. Ach so. Ja. Hast du schon 8? Boah, ich schon wieder 8, jetzt müssen wir uns motivieren. Okay, gut nach gegessen. Dem Essen, denn jetzt steht ein Spendenstream an, ist ja für den Dezember. Also letztes Jahr war es so eine Liegestütz-Challenge, was wir rausgeballert haben. Da kommen 38.000 Euro an Spendengeldern sammeln. Nein, mach nicht jeden Abend. Okay. Ich stream einmal in der Woche, okay. Aber jetzt einen Spendenstream halte, haben wir gedacht, das macht Sinn, dass wir einfach so machen. Die Spenden, die gehen einfach alle an, direkt an UNICEF für Kinder in Not. Cool. Und was YouTube abzwackt, das liegt einfach richtig drauf, beziehungsweise halt, weil wir beide da sind, kommen dann sicher super Spenden rein. Also sicher eine coole Sache okay. für uns. Wie viele Leute gucken da jetzt? Ein paar tausend, glaube ich, sind schon da. Okay. Ja? Und die warten auf uns. Deswegen springen wir mal rein. Wissen die, dass ich hier bin? Wir wissen, dass du da bist. Ah. Ja? Die freuen sich schon. Also umso besser, ja. dass du da bist. Jo, wie geht's euch? Ich bin gut. Hallo und herzlich willkommen hier mit Paulina und natürlich auch Ehrenpflaume ist mit dabei hier im Livestream. Jetzt kommt ein bisschen die Mucke. Greg Attack, 20 Euro. Da schließe ich mich doch an, saß vor 4 Jahren mit einem Kumpel bei Wer weiß denn sowas direkt hinter Elton. Hey. Und, habt ihr gewonnen? Also wenn man bei Elton gewinnt, dann gewinnt man ja ordentlich Geld. Ne? Ach so. Ja, ja, also das Publikum gewinnt ja immer das Geld. Ach so. Schön, dass du die Sendung schon mal geschaut hast, Sascha. Ja, moin. Schöne Grüße aus Oberbayern. Kai, ist es ein großer Unterschied zwischen Monte und Sascha? Ja, das ist ein großer Unterschied. Weil Sascha hat keinen Lamborghini in der Karte. Ja, klar. Und es gibt noch einen großen Unterschied zwischen Monte und Sascha. Wo ist das Aquarium? Ja, da steht das Aquarium fehlt und die LED-Beleuchtung hier. Work harder, so viele Maschinen in einem Stream. Ehrenmann. Mhm. Ja. Läuft doch ganz gut. Ja. Krass. The fuck? 1000 Euro! Was schreibt Rölli hier mit 222 Euro? Das müssen wir auf jeden Fall vorlesen. Grüße an alle, die im Brosis Boss Discord bei der täglichen Kennen-Challenge bis Weihnachten mitmachen. Zieht durch, Jungs und Mädels. Grüße an euch drei im unerwarteten Stream. Ja, yeah. Rölli, Ehrenmann. Vielen Dank, Rölli. Danke, Rölli. 222 Euro. Wahnsinn. Wir sind bei 5000 Euro. Max H. Wow. Hat gerade einen Beinwerker gemacht. Ich hasse wir dich. Wir haben gerade die 7000 Euro geknackt. Ja, das sind 7000 holy Euro. Shit. Wen haben wir? Wir sind bei 9.955. Wer hat die Spende hier rausgeballert? Es war Chilgase. Schöne Grüße aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Ihr drei seid die Besten. Es fehlen noch 45 Euro. Oh mein Gott. Dann haben wir es voll. 10.000 fucking Euro gespendet. Holy shit. RTR. Sascha macht uns einfach zu einem besseren Menschen. Mit dem psychischen Menschen. Ehrenmann. Ah, und hier Elisa, oh mein Gott, Grüße aus Kärnten, Elias Kennern, ganz liebe Grüße raus zu euch, vielen herzlichen Dank für unglaubliche 10.000 Euro Spenden-Livestream, ich pack's nicht. Es sind jetzt über 10.000 Euro. Ja. Ihr seid Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, vielen Freunde. Unglaubliche Nummer. Ey, vielen herzlichen Dank, echt 10.000 Euro, ich kann... Das ist wirklich krass. Das ist geisteskrank. Oh. Aber pass auf, wir machen das einfach so. Du hast ja jetzt die 10.000 Euro über deinen Livestream generiert. Dann übernehme ich die 3.000 Euro, die ja jetzt davon an YouTube gehen. Nee. Doch. Nee, das machen wir nicht. Wenn, warum? Dann machen wir es so. Ich mache 1.000. 500? Du machst 1.000. Und wer macht die dritten 1.000? Ich mach 2.000, du machst 1.000. Na, wenn, dann teilen wir es uns. Da ist 500. Ja, dann teilen wir es uns. Ey, was für eine Ehrenpflaume, Freunde! Ja, holy shit! Ja. Da war nichts abgemacht, also, Freunde, gell? Möchte ich einfach mal sagen. Aber für meinen persönlichen Geschmack hat Sascha ein bisschen schnell angenommen. Es war eine gewisse Erleichterung zu spüren. Yannick Moser, bester Mann. Wer ist der Lauch neben Kai Pflaume? Sensationelle Aktion, muss man sagen. Und vielen Dank an euch. Die Sascha Army. Ihr wart unglaublich. Vielen Dank. Und krass. Kai, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es ist komplett crazy. Haut rein, Freunde, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Peace the fuck out. Geil. Bester Mann. Gut, Mann, ist gut. Haut rein. So, that's it.
So, nochmal rübergehen hier. Und? Das war's. 10.246. Es ist komplett crazy. Das ist echt, muss man wirklich auch mal erklären. Ne? Also so ein Stream, das war jetzt knapp zwei Stunden. Ne? Also erstmal ist das natürlich absoluter Wahnsinn, dass in zwei Stunden 10.000 Euro zusammen. Es haben 300, wie viel Wiedergabe, also wenn du das kurz siehst, 358.000 Menschen zugesehen insgesamt. Die rein, raus gehen. Ja. Wirklich verrückt. Nein, aber krass, wirklich. Und ich wollte einmal darauf hinweisen, dass das ja wirklich auch, das ist ja, auch das ist Arbeit. Also das ist auch die, ich habe das jetzt ja gesehen, diesen Chat mitzulesen und die Leute dann natürlich auch entsprechend dann zu grüßen und so. Das ist Wahnsinn, wenn man das zwei Stunden macht. Ja, es ist, vor allem, man ist halt meistens halt auch allein, da bist halt du auch nicht da oder bin ich halt allein und dann labere ich halt und versuche halt richtig zu motivieren. Das ist halt so mein Ding. Ich versuche halt echt nicht immer nur so halt, wie soll ich sagen, vor allem die Motivation ist bei mir so ein großes Ding. Ich versuche halt echt richtig rauszuklatschen, was ich kann, auch wenn ich nach dem Livestream immer, Paulina weiß Bescheid, komplett tot, Unfall und heiser bin. Aber kannst mir nur was kochen? Ja, der Klassiker. Und meistens gibt es sogar was, muss man auch sagen. Also ja. Aber für heute hast du genug gegessen. Für heute haben wir doch genug gegessen, alle drei, oder? Ja. Sehr satt. Ja, ich auch. Ja, aber wir können uns ja noch ein bisschen aufs Sofa hauen. Das machen wir. Können uns ein bisschen quatschen und den Abend gemütlich und ruhig ausklingen. Das glaube ich ist ein Plan. Genau. Oder? Sofa ist ein guter Plan. Du bist komplett zerstört, oder? Ja. Du, Kai? Hast das erste Mal heute dein eigenes Workout komplett durchgezogen, ohne Pausen, weil ein Gast dabei war? Ja. Das erste Mal, alles gegeben. Sonst nie natürlich. Aber wie kam das bei dir überhaupt erstmal, also klar, irgendwann hast du mit Fitness angefangen. Ja. Und dann irgendwann kam YouTube dazu. Oder, ja, genau. Oder war das mehr oder weniger gleichzeitig? Hast du von vornherein gleich gesagt, ich mache jetzt Fitness und mache auch Videos dazu? Ja, das war so, ich habe mit Fitness angefangen, weil ich ja auch gemobbt wurde. So in der so im Alter zwischen 12, 13, 14 und hatte da auch echt schwere Phasen in meinem Leben, so mit Zwangsstörungen und so weiter, hatte da auch echt einen klinischen Aufenthalt. Also das ging sogar so weit, dass ich nicht mehr wusste, wie ich weitermachen soll. Mhm. Also auch, das ist ein klinisches Attest, wo das dasteht, dass ich das wirklich so oft gesagt habe, auch bei den Ärzten und so. Mhm. Und das ist, ja. Und du wurdest gemobbt, weil du irgendwie klein und schmächtig und... Ja, und dadurch halt echt irgendwo auch viel Selbstvertrauen verloren habe dadurch, so, wenn man halt immer... ist halt echt nicht einfach. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mit dem Training angefangen habe. Und das war aber nur der Anfangsgrund. Ja? Mhm. Irgendwann entwickelt man sich ja auch vom Charakter her weiter. Mhm. Und dann realisiert man, hey, ich muss das nicht für andere machen, sondern ich mache das für mich selbst. Und dann hat es halt Klick gemacht und das war schon relativ nach einiger Zeit und dann habe ich es halt für mich gemacht. Und dann hat es mir noch mehr Spaß gemacht und habe dann halt immer weiter durchgezogen und YouTube erst vor ein paar Jahren, weil ich mir gedacht habe, so, ich konnte jetzt im Laufe jetzt Jahrzehnts da irgendwo auch echt viel lernen und dann dachte ich mir so, hey, warum nicht einfach kostenlose Tipps auf YouTube rausballern? Und die Community ist halt komplett am Eskalieren, hat das gefeiert und seitdem ging es halt nur bergauf. Und das war halt echt, ja. Aber das heißt ja, Fitness war am Anfang ja eine Form von Therapie. Ja. Ey, Kai, besser hätte es nicht sagen können. Genau so ist es. Fitness war eine Therapie, ist es vielleicht bei mir immer noch. Also jetzt nicht in dieser Hinsicht mehr, was jetzt diese psychische Krankheiten betrifft, sondern einfach an neue Grenzen zu gehen und Grenzen zu sprengen, versuchen einfach, ja, sich wieder auf sein neues Level zu pushen, das ist halt vielleicht irgendwo so ein Charakterzug von mir und der möchte halt irgendwo auch befriedigt werden. Mhm. Keine Ahnung, also vielleicht ist halt jeder ein bisschen anders und ich habe halt mein ja, das gibt mir einfach was zurück, wenn ich da so ein richtig heftiges Workout durchziehe, wo Dopamin nur so ausgeschüttet wird. Also ich sage immer, ja, ist die beste Droge der Welt für mich. Mhm. Einfach so ein heftiges Workout und ja. Ja, ist klar. Aber damals, also wenn ich muss nochmal darauf zurückkommen, weil das zu verstehen, wenn man so jung ist, 12, 13, und auf der einen Seite sagst du, ich war wahrscheinlich mega schmal und irgendwie so ein Kleiner, und auf der anderen Seite habe ich auch kein Selbstbewusstsein, da muss ja dann auch irgendeiner kommen und sagen, versuchst du mal mit Fitness, Sascha, oder mach mal Sport, oder kommt ja dann in der Regel nicht aus dir selber raus. Das ist ja wahrscheinlich auch das, was viele Leute interessiert, die dich so verfolgen. Also wenn du eh per se wenig Selbstbewusstsein hast, dann gehst du ja nicht los und sagst, so, jetzt gehe ich mal ins Fitnessstudio. Und ja, das stimmt. Das ist ein richtig guter Punkt. Also ich habe natürlich auch überwiegend zu Hause trainiert. So. Ich wollte gar nicht erst in ein Fitnessstudio gehen. Erstens war das Geld da einfach knapp und zweitens wollte ich da einfach mich nicht picken lassen. So. Also hatte ich viel zu viele
Gedanken, was denken die alle, wenn ich da komme ich rein, alle so Maschinen und dann komme ich daher. Und dann habe ich halt zu Hause viel gemacht. Mhm. Und irgendwann redet dann doch mit dem einen anderen drüber, dass man ein bisschen trainiert. Dann wie heißt ja, komm mal mit ins Fitnessstudio. Und dann ist man halt mal gegangen so, zu einer Uhrzeit, wo fast keiner ist. Mhm. Ja, das war echt der Anfang. Und dann irgendwann ist das dann zum Wohnzimmer geworden. Und ja. Aber du hast wahrscheinlich auch relativ schnell Erfolge gespürt und auch gesehen und gesagt, also bei mir funktioniert das ganz gut. Ja, also ich glaube, wenn man, also im ersten Jahr habe ich komplett alles verkackt, was man verkacken kann. Ich war komplett im Übertraining, habe immer viel zu viel trainiert, habe viel zu wenig gegessen, konnte nicht aufbauen, habe 1 oder 2 Kilo im Jahr aufgebaut. Klingt jetzt wie ein schlechter Film, aber war halt echt so. Und dann habe ich mir halt auch das selbst halt angeeignet, weil alles andere war einfach zu teuer. Und dann habe ich da halt versucht, da immer mich reinzufuchsen und habe halt durch viele Fehler, sage ich jetzt mal, irgendwann halt den richtigen Weg gefunden. Und das war auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ey, das kann es nicht sein, dass nur weil jetzt die weniger Geld haben, vielleicht keinen Zugang haben. Mittlerweile gibt es Gott sei Dank viel Content. Früher gab es weniger. Es gab vereinzelt ein paar Sachen, die habe ich auch gefühlt, haben mir richtig geholfen. Und das war also der Grund, warum ich gesagt habe, ey, mach das doch auch. Wieso nicht? Und ja, genau. Und ab wann hast du das für dich so als Erfolg verbucht? Also, dass du wirklich das Gefühl hattest, das bringt mir was. Und es ist auch so, dass es offensichtlich auch bei anderen für größeren Respekt sorgt, wenn man Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte ewig lang ein Gefühl, dass das überhaupt nichts bringt. Also ich hatte echt schon eine lange Zeit damit gehadert, so, ob das überhaupt was bringt. Weil, ganz ehrlich, Selbstbewusstsein sollte eigentlich von innen kommen und sollte man jetzt ja nicht unbedingt durch Training oder einen Aufbau von Bizeps sich holen, aber da war einfach kein anderer Weg da, aber deswegen musste ich den Weg gehen und das hat dann halt geklappt, aber das war ein schleichender Prozess, ganz ehrlich, das hat gedauert und da war es auch echt weiterhin keine einfache Zeit, aber ich kann nur als Message echt sagen, es muss echt von innen kommen. Natürlich, du musst es wollen. Ja, man muss es wollen, aber vor allem jetzt auch das Selbstbewusstsein. Dass man, ja, dass es scheißegal ist, ob man jetzt Muskeln hat oder ob man übergewichtig ist oder dünn ist, es ist oder groß oder klein, es ist echt, am Ende ist da ist komplett egal. Wenn du Selbstbewusstsein hast, ein gutes Auftreten hast, dann passiert dir sowas nicht. Dann wirst du nicht gemobbt, wenn du einfach auch dich mit Worten wehren kannst. Und, aber es ist halt leichter gesagt als getan, weil wenn man halt schon drin in dieser Situation ist, und ich weiß, wie man rauskommen soll, dann ist halt das die einfachste Lösung, wenn man halt so hört, was das Problem ist, dann versuchst du halt an dem Problem zu arbeiten. Und das war anfangs echt der ausschlaggebende Grund für Fitness. Aber wir, Leute, die dich heute erleben zum Beispiel, die haben ja nie das Gefühl, dass es dir an Selbstbewusstsein mangelt. Also du bist du wirkst ja extrovertiert, gehst auf Leute zu, vermittelst dich und erreichst deine Ziele und setzt dir neue Ziele. Da hat man ja nicht das Gefühl, dass es dir an Selbstbewusstsein fehlt. Ich sag mal so, hinter der Kulisse ist der Schein doch immer ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ich bin jetzt, würde ich von mir nicht sagen, eine extrovertierte Person, eher introvertiert. Zum Beispiel wirkt man natürlich vor der Kamera, das wird man ja irgendwann gewohnt, dass man einfach eine Kamera vor sich hat und da ist ja kein anderer Mensch da. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt, wo du da bist, jetzt mit den zwei netten Jungs, dann ist es trotzdem am Anfang, war ich richtig nervös. Und da versuche ich halt dann, das irgendwie nicht zu zeigen, wie man es halt macht, aber es fällt mir echt schwer und das ist immer noch schwer. Aber ja, und deswegen fallen mir halt auch, das ist eigentlich der wahre Grund, warum mir Kooperationen auch nicht so leicht fallen. So. Und warum jetzt du eigentlich so der Erste bist, wo ich das mache, weil mir das halt einfach nicht leicht fällt. Und also du meinst mit Leuten jetzt einfach irgendwas zu machen? Ja, genau. Mit Leuten jetzt einfach so versuchen halt doch ich zu sein und halt trotzdem irgendwo mit dem Umstand umzugehen, dass man halt eigentlich richtig nervös ist, dass man das einfach lernt. Da muss man halt auch mal einen Step drauf zugehen und das haben wir ja heute gemacht. Und das ist halt ja, ist ein Übungsprozess, aber ist halt nicht immer so einfach. Also da ziehe ich echt einen Hut vor dir. Für dich ist das einfach, du wirkst so ruhig, bist einfach immer relaxed. Für dich ist es ja gar nichts. Nein, vor allem heute nicht. Was heißt gar nichts? Für mich, ich versuche immer, ich selber zu sein. Also das ist ja ganz abhängig dann von der Situation. Ja, und von der Person auch, ja. Ja, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Und ob ich also auch irgendwie einen Draht zu meinem Gegenüber habe oder nicht. Und das ist eigentlich das, was es für mich ausmacht. Ja, krass. Was kommt noch? Ja, wie spät haben wir es jetzt? Nein, ich meine nicht jetzt, ich meine jetzt bei dir überhaupt so. Also nicht nur heute Abend. Ach so. Was noch kommt, was die Ziele sind?
Also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, dass die 1 Million Abonnenten für mich so ein krasser Step waren, dass ich das niemals gedacht habe, dass das passieren wird. Das sagt man nicht nur so, sondern ich habe es wirklich nicht gedacht. Und seit dem Moment bin ich immer noch komplett geflasht und ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Mir fällt schwer, jetzt zu denken, ja, jetzt brauche ich ein neues Ziel von 2 Millionen oder von 3 Millionen, weil es einfach für mich so absurd große Zahlen sind, die man nicht mehr vorstellen kann. Mein Ziel ist jetzt einfach, was ich halt versuche, ist, wenn ich Content produziere, dass der halt qualitativ hochwertig ist, dass der Mehrwert bietet, aber auch Entertainment halt auch bietet, aber vor allem, dass ich nicht vergesse, dass ich immer versuche abzuleveln. Also dass ich immer versuche halt nochmal vielleicht einen anderen Übergang zu lernen, anders mich wieder ein bisschen weiterzuentwickeln und so halt immer zu schauen, dass man immer noch besseren Content produzieren kann und ist nicht immer leicht, aber das probiere ich halt. Und vor allem, großes Ziel ist von mir jetzt auch, ich habe in den letzten Jahren echt so viel für YouTube reingerackert, also echt so 100 Stunden Woche war echt sehr oft drin und da habe ich echt, muss ich schon sagen, so Freunde ein bisschen vernachlässigt. Und das ist auch ein großes Ziel, auch schon die letzten ein, zwei Monate oder auch schon mehrere Monate, dass wir einfach jetzt mehr mit Freunden einfach machen, öfter Besuch haben und dass ich mir da einfach auch effektiv Zeit nehme. Weil man denkt, ich habe... Hast du irgendeinen Tag in der Woche, wo du sagst, das ist mein freier Tag, da mache ich gar nichts? Na, den habe ich nicht. Wäre vielleicht mal gut. Den habe ich echt nicht. Aber... trotzdem, wenn ich halt weiß, so da an dem Tag treffe ich mich mit Freunden oder wir bekommen Besuch übers Wochenende und sowas, ja jetzt echt Gott sei Dank oft ist und wo wir uns richtig drüber freuen, da schaue ich dann echt, dass ich sonst einfach nichts mache. Und die Zeit ist für mich jetzt einfach mal wichtig und dann versuche ich das zu jonglieren, dass ich einfach schaue, beides zu kombinieren. Ist ja echt nicht so einfach. Also für mich persönlich ist es nicht so einfach, weil ich hatte halt die letzten Jahre immer so gedacht, ey, wenn ich nicht kontinuierlich die ganze Zeit hochlade, dann ist wieder alles vorbei, alles, was ich mir aufgebaut habe. Und alle meinten ja früher, du schaffst das sowieso nicht, die schlechten Videos und so, wurden ja ohne Spaß, die ersten Videos waren ja halt echt schlecht, dann wurdest du halt ausgelacht, auch in der Schule. Sind die noch online? Das ist ja immer schwer, man kommt ja... Ja, ein paar sind noch online. Hallo liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge von 6 Tipps, um breiter zu wirken. Natürlich alle, die habe ich dann auch gelöscht, weil ich mir gedacht habe, nee, also das stimmt wirklich, da muss ich echt noch an mir arbeiten. Und war ich selbst jetzt im Nachhinein, wenn man es reflektiert, auch nicht mehr zufrieden. Aber trotzdem in dem Moment, in der Schule, ich weiß noch genau, in der Klasse, ja, die Schüler in den Beamer reingeklatscht, das Video abgespielt und richtig ausgelacht und so, war echt scheiße. Aber dann hat man halt umso mehr halt den Ansporn gehabt, ja, dafür muss ich jetzt richtig schaffen. Und dann wollte ich halt, Wie assi ist das denn? Die haben wirklich, um dich zu ärgern. Ja, dass das sowieso nichts wird und so. Und wenn sie von allen Seiten kommen, gibt es nur einen Weg und der ist halt nach oben. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann habe ich echt nur noch diese Option. Und umso mehr habe ich halt dann alles versucht da reinzustecken. Und dann geht es halt auf und dann will man halt auch nicht plötzlich wieder aufhören. Und dann hat man halt viel zu viel getan und alles andere vernachlässigt. Und jetzt versuche ich zurzeit einfach zu lernen, dass ich halt alles unter einen Hut bekomme. Und ich glaube, die letzten Monate klappt das auch ganz gut. Daran versuche ich halt immer ein bisschen zu arbeiten. Das ist gut. Ja. Klingt gut. Wann frühstücken wir denn morgen? Ist ja schon ein Plan. 11. Wann gehst du normalerweise, oder wann geht ihr normalerweise ins Bett? Ja, schon früher. Also zwischen 10 und 11. So. Da herum. Lass dich da mal überraschen, wenn wir morgen frühstücken. Jetzt ziehen wir mal die Couch. Das hat ja wahrscheinlich kein Bäcker auf, oder? Ah, wir haben schon einiges vorbereitet für dich oder für euch. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal die Sofa raus hier. Ja, das muss man wirklich mal sagen, ist super, super nett. Also wirklich wahnsinnig gastfreundlich von euch, dass wir hier bei euch schlafen dürfen. Ach, ich finde es richtig sympathisch von dir, dass du auf dem Sofa knackst. Also unsere Gäste, warum nicht? Richtige Einstellung. Ja, du bist eine Fernsehlegende. Ich weiß nicht, ob das jeder machen würde. Ist so. Steht da irgendwo ein Schild drauf? Du bist Ehrenpflaume. No Sofa. Pah, ist ja eine Schlaflandschaft hier. Wisst ihr noch, das habe ich euch doch gezeigt, als wir... Achtung, ne? Da der Gasthof, den Knossi uns empfohlen hat. Ne? Gleich bei ihm um die Ecke. Da war das Bett, da war der Lattenrost von dem Bett da bei mir im Zimmer, war so zerstört,
ja, dass man mit der Matratze und diesem Lattenrost überhaupt nicht liegen konnte. Und da habe ich dann einfach die Matratze aus dem Bett genommen und habe die auf den Boden gelegt und habe da gepennt. Ja, ja, da erlebst du einiges. Ich sage mal so, lieber Kai, schlaf gut, schlaf tief und schlaf intensiv. Ah, die Erholung wirst du brauchen. Das werde ich tun. Weil, ich sage mal nicht zu viel, aber schlaf einfach gut, erhol dich gut. Denn ganz war es das noch nicht. Gut, so, gute Nacht. Was ist das jetzt für eine Ansage? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht. Also es ist jetzt morgens, es ist noch in der Früh. Kai Flamme schläft noch und ich habe mich jetzt hier mit seinen Kameramännern verabredet. Und wir werden ihn jetzt mal direkt aus den Federn reißen. Denn es ist schon wieder höchste Zeit für ein neues Workout. Also, hier mal an. Mit der fetten Bluetooth-Box. Und dann sorgen wir mal ein bisschen für Stimmung hier. Fucking voll Lautstärke hier. Das habe ich schon gesehen. Mir geht's hier viel zu gut. Wir müssen da mal was ändern. Wunderschönen guten Morgen, Kai. Gut gepennt? Sehr gut, ich weiß es. Zeit für ein Workout, würde ich sagen. Ja, nicht mal hell draußen. Frühstück, haben wir gesagt. Boah, jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, aber... Zu jetzt, Recht. Aber jetzt steht ein Morning Workout an, würde ich sagen. Also reine Sportklamotten, wir ziehen jetzt ein Workout durch und am besten jetzt gleich. Morning Workout soll ja Morning Workout sein. Also, wo bist du denn als Kind reingefallen, sag mal? Nicht dein Ernst, oder? Doch, doch, jetzt werden wir Workout durchballern. Du kannst auch gerne schon mal unten bei die Badehose anziehen. Vielleicht, wenn du ein gutes Workout durchgezogen hast, können wir uns eine schöne Session im Wasser gönnen. Aber vorerst steht das Workout an, ja? Also, Badehose, Sportklamotten und jetzt zack, zack, durchziehen. Oh, ich habe Muskelkater von gestern. Ja, ich hab hier ein Schwimmbad hier draußen, musst du hier. Ja, genau. Wir haben auch ein Schwimmbad da im Haus und da können wir dann auch noch rein springen. Aber vorher ziehen wir ein Workout durch, würde ich sagen. Genau, also zieh dich warm an, ja, weil das Workout, wenn wir gemütlich draußen durchziehen, so auf entspannt, ein bisschen Natur, in der Natur und das passt gut, wäre ein bisschen wach. So, Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mein Tag. Jetzt ist schon Ruhe. Wir können das Video doch an der Stelle jetzt beenden. Nee, jetzt geht's erst los. Ich hab richtig schlechtes Gewissen, ey. Geht's eh, oder? Irgendwie. Wir sehen uns nochmal. Ist jetzt auch nicht mein Alltag, dass ich morgens rausgehe und das Morningworkout immer draußen mache. Aber heute. Aber heute, bei dem scheiß Wetter, da umso besser. Nächstes Mal drehe ich wieder mit Sally. Dann gibt's morgens frische Brötchen und so. Kuchen. Ja. Ich komme, ich muss mich erst noch hier bei der Welt beschweren. Ja, ist ein gutes Recht. Ich brauche zumindest Zuspruch auf meiner Community, dass sie alle sagen, ja, Kai, du hast recht. Das ist nicht in Ordnung. Hier, da steht es offiziell 7.51 Uhr, minus 5 Grad. Ich bin krank. Aber gute Luft, oder? Sehr schön. Lass uns aufs Trampolin gehen. Und hier.
So eine Muschi. Morgen wird out und dann bringt er hier die Matten mit. Ja, sonst jammerst du wieder, dass dir die Hand kalt ist oder so. Was ist mit Kai los? So habt ihr Kai auch noch nie gesehen, oder? Pennt es einfach draußen weiter. Was ist hier los? Ich brauche jetzt eine Massage und keinen Morgen. Eine Massage. So, jetzt wird ein Worker durchgeballert. Ich will in den Sessel. Gut, dann starten wir mal mit lockerem Laufen anfangs. Das machen wir sowieso als erstes kurzes Aufwärmen. Gut, so, wir hauen uns jetzt ins Pool. Also, hast Bock, oder? Sehr. Bisschen mittig. Sehr gut, also auch durchgezogen. Läuft. Ist ein bisschen relaxen im Wasser. Ja, jetzt ein bisschen relaxen. Ich glaube, den kannst du nachts um, keine Ahnung, welche Uhrzeit wecken. Ich sagte, so Leute, jetzt aber hier noch ein bisschen, ne? Und für den Chor und für den Rücken. Und ist gut für den Bauch. Okay, hier haben wir mein Handtuch, dann machen wir es uns jetzt mal gemütlich. Jetzt haben wir noch ein bisschen schwimmen gehen und dann ja. Vom Frühstück habe ich noch nichts gehört. Ja, Frühstück wird überbewertet. Den Brötchenduft habe ich auch noch keinen vernommen. Genau, das ist Oma und Opas. Bitte schön, Oma und Opas Bereich hier. Okay, links. Da bist du da. Bitte schön. Ja, wir sind da eigentlich, gell? Also, wir haben hier einen schönen Schwimmteich. Also Wasser ist da, wie versprochen. Vielleicht hat es nicht die Wärme, die du dir gedacht hast. Okay. Ist alles schön zugefroren hier. Ja. Ich habe mal schon mal reinkommen. Okay, ist alles klar, der Gag ist angekommen. Jetzt lass uns Schwimmhalle gehen. Ich hab's verstanden. Scheiße. Schauen wir mal, oder? Ob es überhaupt möglich ist. Ey. Also das ist jetzt dann Eisbahn der ersten Klasse. Du spinnst, oder? Was machen wir jetzt? Du hast nicht wirklich vor, hier reinzugehen. Ich bin schon dabei. Also ich zieh mich schon aus. Und du kommst jetzt auch. Na gut, mit. Dass du dich ausziehst, ist nichts Besonderes. Wir wollen ja die Regeneration ankurbeln. Und das machen wir jetzt mal ein bisschen mit dem Eisbaden. Ey, der ist zugefroren. Der ist zugefroren. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Schauen wir uns das mal an. Der hat schon eine 10 cm dicke Eisschicht, der See. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, damit wir das auch noch irgendwie überleben. Und nicht zu lange hier wie ein Asthapfen dastehen. Du meinst das wirklich ernst? Ne? Ich meine das wirklich ernst, ja. Wir ziehen das jetzt durch, wir gehen da rein, ausziehen, das machst du Badehose. Das machst du jeden Morgen. Das mache ich nicht. Warum denn heute? Ja, wenn so ein perfekter Zeitpunkt da ist und der Tag schon so neu startet wie heute mit der Mucke, dann kann man es auch so weiter durchziehen. Wichtig, Kopf auch rein und dann direkt wieder raus. Mit Kopf unter Wasser? Mit Kopf unter Wasser, sonst zählt es nicht. Gut, das ziehen wir jetzt durch. Are you ready? Ja, schon Kai. Bist du dabei? Das ist nicht sauber. Yes, das war ein Ja. Was bei dir passiert über Nacht? Ja. Ey, es sind Minus gerade, ja? Da will ich jetzt nur noch mal sagen, es sind minus 5 Grad draußen. Und im Wasser wahrscheinlich auch gefühlte. Ich glaube, im Wasser ist Wärme, auf jeden Fall am Grund. Ja, am Grund. Habe ich nicht irgendwann mal in der Schule gelernt, am Grund des Sees sind es immer 4 Grad, oder? Oh. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das stimmt oder nicht. Jetzt aber schnell. Warte, ich komme auch noch schnell. Lang dürfen wir da nicht drin sein. Okay. Und drei, so. Und runter. Oh. Komm, komm, sehr gut, Bruder. Mega geil. Hier, nimm. Und jetzt geht's schnell direkt in die Sauna. So. Das ist kein, das kann man gar nicht beschreiben, was das mit einem macht. Ja. Ich weiß nicht, ein geiles Gefühl. Es
fühlt sich irgendwie anders an. Bei einem kann ich nicht mehr laufen, weil meine Füße eingefroren sind. Oh. Wo ist die Sauna? Also das war echt schon richtig zugefroren, muss ich echt sagen. Das war richtig heftig. Also, jetzt noch schnell hier rein. Jetzt haben wir noch hier schön die Sauna vorgeheizt, also direkt mal rein hier mit dir. Ich hoffe, es ist schon ein bisschen warm. Oh, mir tun die Füße weh, sag ich dir. Aber jetzt ist es tatsächlich so weit, dass wir wirklich nochmal in den gemütlichen Part übergehen. Und jetzt kannst du halt verdient die Regeneration einleiten und verdient einfach mal die abschalten. Da werden wir jetzt einfach mal so lange drin bleiben, wie du Bock hast. Seid ihr nicht nackt? Nee. Hallo. Wir sind nicht nackt, dann kommst du später nochmal wieder. Also war auf jeden Fall, also ich schwitze schon wieder komplett. Kai, warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob meine Füße schon wieder am Leben sind. War es kalt, oder? So langsam. Ey, es war zugefroren. Was? Na logisch. Ja, so viel. Es war eine richtig, also nicht irgendwie so ein bisschen. Ey, war eine richtig fette, dicke Eisschicht drauf. Wahnsinn. Viel erlebt, viel gesehen. Ja. Was ein Tag, was ein Dreh. Ja, heftig. Also ja. Jetzt auch der gesamte Tag, jetzt waren sie wirklich tatsächlich 24 Stunden fast. Gell? Ja, fast. Ja. Fast. Ja. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Ja. Ich glaube, der eine oder andere hat euch entweder das erste Mal kennengelernt oder besser kennengelernt und Dinge von euch erfahren, die ihr noch nicht wusste, Seiten von euch kennengelernt, die ihr noch nicht kannte. Ja. Ich fand es auf jeden Fall mega cool hier. Ich habe mich gefreut, Kai, dass du da warst, ja. Auf jeden Fall. Und uns, ja, glaube ich, auf jeden Dank Fall. Vielen Dank, war mega gestern. Also Kai, muss man echt sagen, richtig sympathisch. Ja. Also an dieser Stelle, ich muss ja auch ein Schlusswort hier reinbringen für Kai. Lass mir noch ein paar gute Worte. Kai, einfach ein richtiger Ehrenpflaume, ist einfach so ein ruhiger, humorvoller Mensch und bist jederzeit herzlich willkommen. Also wenn du mal wieder vorbeischauen willst oder in Österreich rum bist, melde dich, komm vorbei. Ja, da läuft jetzt so ein bisschen getragene Musik drunter. Ja, genau. Du willst ja gerne wieder Eisbaden. Ja, gib's genau, doch zu. Dann blenden wir noch so eine kleine Schleimspur ein. Nein, war mega. Vielen Dank. Ja, also auch nochmal danke an euch. Abonniert Saschas Kanäle. Ganz wichtig, abonniert Saschas Instagram. Ja, weil das braucht unbedingt einen Push. Aber abonniert auch Paulina Wallner auf Instagram. Ja, auf jeden Fall vorbeischauen. Auf YouTube. Genau. Ganz wichtig, danke, danke. Natürlich auch. Ja, und jetzt wird Support rausgefallen. Frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten. Ja, das war mein Weihnachtsgeschenk für euch. Frohe Weihnachten, gutes neues Jahr. Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder mit 9 coolen Videos. Mal gucken, wen ich da noch so treffe. Und bist ja immer am Start. Du lebst sehr viel, da kommt sicher noch die nächste Staffel. Ehrenpflaume und Tour. Da machen wir jetzt mal ein bisschen einen Aufguss, oder? Ich dachte, der muss raus. Paulina, du rufst, wenn das Frühstück fertig ist. Ja! Danke, Schatz! Also Leute, frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, das ist ganz wichtig. Und nicht vergessen, abonniert den Kanal und die Glocke aktivieren! Ja. Frohe Weihnachten, gutes Neues Jahr. Da werdet ihr an Weihnachten oft dran erinnert jetzt, ja? Denkt an die Glocke. Und den Weihnachtsspeck dann wegtrainieren! Tschüss! Tschüss! Tschüss.